Sandhausen ist eine ganz kleine Gemeinde mit 15.500 Einwohnern, liegt zwischen Heidelberg und Mannheim. Leim ist auch in der Nähe, wo unser Boris herkommt. Naja, viel zu erleben hat man da nicht. Da gibt es einmal im Jahr, und das ist das Größte für die wahrscheinlich, das Hopfenfest. Also Hopfen wird da gezupft, da kommen die ganzen Gemeinden zusammen und zupfen den Hopfen. Und dann ist auch noch Fußball für die wichtig. Alles andere ist tote Hose, da ist nicht viel. Und als ganz große Attraktion gibt es da die Sandhäusener Dünen. Also sowas ganz Tolles, die stehen unter Naturschutz, das sieht aus wie oben an der Nord- oder Ostsee. Also das ist schon toll da. Naja, mehr gibt es dann, dass ich auch nicht zu berichten. Dann, wie gesagt, müssen wir uns um den Fußball kümmern, denn das ist auch das Wichtigste da unten. Sagt mir, wo die Punkte sind, wo sind sie geblieben? Ja, dann kommen wir auch zu Arminia Bielefeld, dem stabilsten Team der Liga derzeit mit wirklich vielen Bestmarken. Das kann man neidlos anerkennen. Die Mannschaft mit den wenigsten Niederlagen, mit der besten Defensive, beides Parameter, die ja am Ende häufig für eine gute Endplatzierung stehen. Nur gegen Stuttgart und auch St. Pauli bislang verloren. Bielefeld ist mit Abstand die beste Auswärtsmannschaft. Man könnte fast ein wenig Angst vor dem Team von Uwe Neuhaus bekommen, aber allein das Hinspiel ist für uns ein Fingerzeig, das Unentschieden auf der Bielefelder Almuwe, wo wir der Arminia Paroli bieten können. Wie willst du? Ähnlich in der Hinrunde, in der wir aber noch nicht eine dermaßen Serie im Rücken hatten. Wir hatten ja vorher ein bisschen Glück, auch das Spiel gegen Fürth gewonnen, nach langer Zeit mal wieder gewonnen. Insofern waren wir da mit Sicherheit noch nicht ganz so gefestigt und haben auf der Alm aber auch ein ganz hervorragendes Spiel gemacht. Und Grund war mit Sicherheit der enorme Mut. Das war dann auch ein einfach hervorragendes Zweitligaspiel von zwei Mannschaften, die alles dafür getan haben, um das Spiel aktiv zu halten und zu gewinnen. Es war gut anzusehen und wir haben da echt eine Duftmarke gesetzt. Haben ja auch noch einen Elfmeter verschossen. Insofern wäre es auch nicht völlig unmöglich gewesen, dort 3 Punkte mitzunehmen. Am Ende, glaube ich, war die Punkteteilung sehr gerecht. Und ich hatte das Vergnügen, mit vielen Bielefeldern, die dort im Stadion waren, zu sprechen nach dem Spiel. Und die haben alle mit sehr viel Hochachtung von unserer Leistung gesprochen.
Insofern sind das mit Sicherheit Dinge, die wir jetzt in das Spiel am Freitag mitnehmen können. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich, dass wir wirklich eine absolute Top-Leistung auf allen Ebenen benötigen, um gegen die Arminia zu bestehen. So, nun hat er aber genug gesülzt. Morgen Abend werden wir denen zeigen, wo der Hammer hängt. Da könnt ihr euch hundertprozentig drauf verlassen. Einen Punkt werden wir auf jeden Fall mitbringen, versprochen.